die wichtigsten Themen sind auf die Weise eigentlich mittendrin. Und was inzwischen auch ganz gut funktioniert, ist, wir haben die Flasche an der Stelle eigentlich fast unterbrochen. Da, wo sie gar nicht auffällt. Ja. Ja, aber das stehen wir auch durch. Das haben wir eigentlich in den meisten Projekten gewonnen, die Ecke. Wir haben jetzt hier erst die Tintteile. Eins haben wir schon mal reinigen lassen. Da können wir uns die Situation ein bisschen besser vorstellen. Ja, also die nehmen sich an diese Flechten am Ende. Ja. Und Paldau, diese Holzart, ist halt, lebt halt davon, dass wir hier eine horizontale Ausrichtung haben. Mhm. Das passt halt wirklich auch zur Bauteige. Die Besonderheit, das sieht man ja auch hier, die Offenporigkeit in der Oberfläche, relativ schwierig zu erreichen. Direkt rein und haben dann einfach auch eine perfekte Abstimmung zwischen. Zu kurz, das kann man ungefähr so machen. So. Das ist Räder. Das ist hast du das jetzt hier schon mal ausgezählt? Ja, genau. Und ich würde halt hier auch einen so Phasendruck ziehen. Auch einfach damit wir den Reis ein bisschen einbetten. Und haben dann irgendwie ein sauberes Bild ergeben. Und das passt jetzt hier schon so für dich? Also, ja, also so könnte ich es mir auch gut vorstellen. Okay, Abschluss. Ja. Ich kann vielleicht nochmal einfach den Schlitz jetzt hier mit so vorstellen. Ja, also wichtig sind wir. Ja. Das ist auch super. Man sieht es ja auch, das ist auch mal wichtig, dass es der Fingerwechsel hier und Handwechsel hier drauf ist. Ja. Und jetzt ist auch mal gelöst. Ja, wir haben es jetzt hier schon mal umgesetzt, wenn du dir auch die Zahlen, die alten mal anguckst. Müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir das gleich anmachen, die Zahlen. Und das Zahlen wir jetzt wieder an. Das repräsentativ. Das. Ja, da kommen wir immer wieder sehen. Aufeinander
verstanden. Das ist das erste Mal, dass wir die hier angelegt haben und dann eigentlich geguckt haben, wie so ein Detektiv eigentlich, was ist jetzt eigentlich die Geschichte, die das. Da kommst du mit dem Handtast, berührst genau, du auch. Ja. Haptische Rückmeldung, also das ist sehr schön. Ja, ja, und die Dreidimensionalität, die dann letztendlich auch immer mehr im Exterior. Das ist eigentlich ein Rennsportthema. Auch die Klappe. So gut wird die hier auch für die Zukunft. Das sind nicht echt Flügel, das ist zu schnell. Das Einzige sind die Flügel. Hier an der Renn. Soweit. Gelaufen. Die Änderungen waren prima. Das Modell gut vorwärts gibt. Noch mal ein bisschen gucken. Nö, geht. Nö. Kommt. Nö, geht. Nö. Bitte mal noch vielleicht einen Tape legen, unten da, wo diese blaue. Ach, noch die blaue noch mal drauf. Nö, geht. Und der Schnitt im Kotflügel, den könnte man dann auch noch machen. Ja, pass mal auf, ich mach mal. Ja, und da wird auch gesagt, wir können nicht alle immer einen geben und müssen was erklären, und das muss der einfach. Thank you.
Also wir müssen aufpassen, dass diese Flachstelle nicht da ist, sonst sieht es sehr eingefallen aus. Weil wir haben links und rechts eine schöne Anformung. Deshalb müssen wir gucken, dass die halt auch irgendwo ausläuft. Wenn du jetzt einfach das mal ein bisschen genau von flach nach oben wegrollst, dann sieht man, wie dieser 12 Uhr über dem Rad oder etwas nach vorne versetzt. Die Stelle müssen wir entschärfen. Ich denke, das haben wir sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Auch die Highlights hier rüber, über den Kotflügelbereich, laufen sehr schön straff. Ja, das ist was. Und auch hier. Aber das Hauptthema ist dieser Wechsel von konkav in konvex gekennzeichnet. Es ist zwangsläufig eine Flachstelle. Aber ist es so gewollt? Wird bis zum Radienanlauf halt parallel laufen und dann müssen wir halt einfach gucken, dass wir hier schon den Anlauf ein bisschen länger ziehen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Das kann auch noch modellbautechnisch sein, weil das der Bereich, das ist jetzt unsere Vorgabe, müssen wir die Fugo optisch aufmachen, Fahrzeugaußen. Ob wir hier noch diese leichte Strukturierung drin haben. An der kompletten Naht. Gibt es ja noch die Reduzierung noch aus dem Lederpad. Ansonsten dieser innere Bereich und der äußere Bereich, da wird das für das Thema DAX lernen. Da sind wir radienmäßig an der Grenze hier bei dem. Richtig, und auch hier um die Schraubkalotte sind wir hier enger. Ja, ja, leichte Radien drauf. Und hier sind es halt richtig ist, große. Ist das Radien. Ziel, dass die Bereiche überfräst werden? Nein. Sagen, ist in Ordnung. Ja. Ich habe jetzt nichts gesehen.
raus aus dem Bereich. Das sieht doch schon was. Thank you.
Thank you.
Okay. Und dann nächsten Mal.
wunderbar. Solltest du fahren lassen?
drehen. Hände weg und bitte. Ah.
genau. Ausnehmen. Thank you.
Ja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.